Das ist schon fertig. Und wir haben unseren ersten Bart. Er sieht ja richtig cool aus jetzt. Mit dem Helm und dem Bart und dem Speer in der Hand. Kratz, kratz, genau. Und die Augen sehen irgendwie anders aus, kann das sein? Waren die immer schon so rötlich? Oder er ist einfach inzwischen so genervt davon, dass er hier auf der Insel sein muss. Ich meine, er ist ja schon seit 73 Tagen hier. Das ist schon ordentlich. So, du noch ganz schnell kochen. Wir haben inzwischen viel zu viele Pinecones. Die kommen, die verforschen wir jetzt mal. Die zwar ewig dauern, aber die bringen jeweils 3 Forschungspunkte. Bei 30 Stück sind das mal eben 90 Forschungspunkte. Das ist schon okay. Und wir haben hier immer noch recht viele Sachen, die wir erforschen wollen. Primär halt die goldenen Werkzeuge. Davon fehlen noch 2 Stück. Das sind dann 400 Forschungspunkte. Also sollten wir zwischendurch was in die Maschine reinwerfen, sonst kommen wir niemals auf den Wert. Es ging ein wenig schneller, wenn wir nochmal Eier klauen gehen würden. Aber dafür müssen wir wieder durch den Sumpf und das wollte ich ein wenig aufschieben. Also mindestens bis das nächste Mal die Wölfe gekommen sind. Denn ich habe keine Lust, im Sumpf gegen Wölfe zu kämpfen. Wow, sind hier viele Fallen ausgelöst worden. Und doofe Schweine. Komm, euch bringe ich jetzt um. Genau, ihr wollt Essen klauen. Das geht gar nicht. So, stirb. Dann kommen hier 2 Schweine. Ihr schafft mich eh nicht. Die machen fast gar keinen Schaden. Oh, dafür ist der Helm ganz schön kaputt gegangen. Ah, sollten wir doch vorsichtig sein. Auch wenn der Schwein nur ein Pigskin und ein Seil kostet. Daran sollten sie auf jeden Fall mal drehen, weil so ein Pigskin bekommt man doch recht einfach. Und ein Seil ist nur Gras. Und Gras hat man unendlich viel. Also, Kohle haben wir langsam keine mehr. Das ist nicht so gut. Aber wir haben ja noch irgendwo einen halb verbrannten Wald. Das passt schon. Also wir haben einmal ein Meaty Stew. Das war jetzt nur Monsterfleisch. Wir sind bei 38. Bumm. 45 Punkte oder so. Das ist ordentlich. Nur das Monsterfleisch rein. Und den Rest lassen wir jetzt einfach so im Topf. Und holen wir erst raus, wenn wir Hunger haben. Die ganzen Fallen werden wir jetzt immer noch regelmäßig entleeren, aber wir werden keine neuen mehr basteln. Weil wir das kleine Fleisch halt nicht wirklich mehr brauchen. Wir werden uns jetzt primär von gekochtem Monsterfleisch ernähren. Weil das bekommen wir immer wieder durch die Wölfe und Spinnen und was weiß ich. So, die stellen wir noch auf. Pigskin kann mal da rein. Kann mal da rein. So, die Daper-Westen, die brauchen wir nicht. 40 Pinecones. Die könnten wir auch noch verforschen. Aber eigentlich hätte ich die ganz gerne in Reserve, falls wir die irgendwann doch mal für irgendwas brauchen. Wir sind bei 178 Forschungspunkten. Okay. Das bringen wir mal kurz auf 200. Und dann holen wir uns die goldene Schaufel. So. Werkzeug. Goldene Schaufel. Gold. Wir brauchen 4 Stickies. Oh, das ist ja auch neu. Und die alte Schaufel kann weg. So. Also ja, die Goldwaffen brauchen anscheinend mehr Stickies. Und unsere Sticky-Büsche wachsen nicht so wirklich schnell nach. Na gut, sollten wir im Auge behalten. Aber irgendeinen Nachteil müssen die Goldwerkzeuge ja auch haben. Also abgesehen davon, dass man die 200 Forschungspunkte braucht. Gleich haben wir es auch schon wieder Nacht. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir müssen ein wenig Holz verfeuern. Und morgen geht's dann Kohle kloppen. Kohle hatten wir noch ein wenig im Westen. Aber ich glaube, wir hatten auch im Osten irgendwo mal rumgekokelt. Ich weiß nicht, ob es aus Versehen war oder ob es absichtlich war. Aber so oder so müsste dann auch irgendwo ein Gebiet sein. So, es wird dunkel. Ja.
Da haben wir noch genug Zeit, ein, zwei von denen hier auszugraben. 85%. 84%. Oh, der braucht für jedes Mal benutzen 1%. Nicht wie bei der Goldaxt, wo jedes Mal gegenschlagen nur ein Drittel Prozent abgezogen hat. Warum sind die Samen da gerade weggerutscht? Das sah ja wirklich aus. So, du da rein, du da rein, du da rein. Pinecones können wir draufschmeißen. Sehr schön. Einmal alle Fallen checken. Aufstellen. Noch mehr von diesen doofen Federn, die anscheinend kein Wildtier aufsammeln will oder essen will. Das heißt, irgendwann liegt hier alles voll. Und Mitis, du. Wollen wir davon einen essen? Wirklich. Wir sind bei 54. Na gut, komm. Macht uns voll, ist auch okay. Haben wir noch irgendwas Monsterartiges, was wir verkochen können? Ja, normales Monsterfleisch. Gucken wir mal, ob das normale Monsterfleisch genauso viele Punkte gibt wie das andere. Oder zumindest ansatzweise. Also das andere macht ansatzweise 50. Gucken wir, wie viel das da bringt. Also in der Mitte ist das normale, das außen sind die gekochten Monsterfleischbrocken. So, was haben wir noch? Wir haben noch jede Menge Flint im Inventar. Das brauchen wir nicht wirklich. Obwohl, noch brauchen wir es für die Pickaxt. Das heißt, die lassen wir auch im Inventar. Aber das 6 gute Fleisch könnten wir schon mal... Wir brauchen noch 4 Haare und 4 Bretter. 4 Bretter machen wir mal schnell. 1, 2, 3, 4. Und 4 Haare haben wir bestimmt auch noch irgendwo. 6 Stück, sehr gut. So, 4 Haare kommen mit, 2 kommen wieder zurück. Das heißt, wir können jetzt irgendwo die zweite Fleischstatue aufstellen. Ja, mir wurde gesagt, dass es ziemlich egal ist, ob sie in der Nähe eines Feuers ist oder nicht. Denn wenn wir respawnen, ist es ja eh immer Tag. Das heißt, wir können das wirklich echt überall aufstellen. Ich will es halt nur nicht gerne im Lager haben, falls das Lager brennt oder hier irgendwelche Monster sind oder dergleichen. Das heißt, wir laufen jetzt gleich mal einfach hier nach oben und stellen das hier irgendwo hin. Oh, das muss okay sein. Keine Fallen mehr ausgelöst. Nee. Oh, und das mittlere Essen ist fertig. Aber jetzt haben wir gerade keinen Hunger. Und so viel dazu, dass die Sticky-Büsche so langsam regenerieren. Sind gerade alle wieder da. Sehr gut. Zack, zack, zack. Die kommen alle mit, weil wir haben gar keine mehr gehabt. Das geht ja gar nicht. So. 2 Fleisch wird auch noch verkocht. 14 Stück Fleisch. Sehr gut. Und das gute Fleisch, davon brauchen wir nur 4 Stück. Also ab nach oben. Auch weg von den Schweineleuten hier, falls sie zu Wehrschweinen werden sollten, warum auch immer. So, hier oben ist noch ein schön ruhiges Plätzchen. Blululul. Komm her, wir tun nichts. Na komm, dich treiben wir ins Meer. Oh, ich höre Wölfe. Wir stellen mal ganz schnell die Statue da auf. Tun die Sachen alle ins Inventar. So, so, so. Laufen schon mal Richtung Haus. Und ziehen dann gleich die Rüstung an. Tag 74, neuer Wolfangriff. So, die Schweinis können uns helfen. Goldbrocken wieder da rein. Monsterfleisch hier irgendwo rein. Da kommt ein Wolf nicht in der Basis. Wir wollten die Rüstung wechseln. So. Au. Nicht im Feuer kämpfen, Wilson. So, es sind wieder 3, 4 Wölfe diesmal. So, stimmt. Nicht die Schweine angreifen. Und ihr doofen, doofen Schweine. Die klauen mein Fleisch. Ja, dafür gibt ihr mir jetzt Fleisch. Stirb, stirb, stirb. So, scheiß Viecher. Krummel. Ja. Inventar ist voll. Ja, okay.
So, also es war wieder ein Höllenwolf und drei normale Wölfe, wenn ich es richtig gesehen habe. Wirklich viel an Eskalation. Was zur Hölle ist das? Ein roter Edelstein. Es ist ein Ding. Okay. Aber ja, was ich gerade sagen wollte, von dieser Eskalation habe ich noch nicht so wirklich viel mitbekommen. Also die Wölfe sollten ja eigentlich immer mehr werden, bis man irgendwann stirbt. Aber jetzt haben wir maximal so vier Wölfe gehabt und das ist nicht wirklich viel Eskalation. Oh na, gucken wir mal. Also du kannst wieder da rein. Unser Helm ist übrigens immer noch über 50% und wir haben gerade mal 40 Lebenspunkte Schaden bekommen. Das ist echt ein wenig albern. Dafür, dass wir jetzt 5-6 Mal getroffen wurden. Aber na gut. Schauen wir mal, was der nächste Patch bringt. Ich hoffe, es wird schwieriger. Momentan ist es echt ein wenig zu einfach. Um nicht zu sagen, viel zu einfach. So, du dahin. Die ganzen Federn wieder auf dem Boden. Irgendwann fackeln die aus Versehen ab und dann war es das mit dem Lager. Und alles nur, weil ich die ganzen Federn nicht immer wieder einsortieren wollte. Aber na gut. Fleisch. Ach, wir wollten heute ja eigentlich Kohle holen gehen, ne? Dann sollten wir das auch mal machen. Sonst verschiebe ich das wieder auf morgen. Und ich sehe keine neue Bienen. Doch, hier, neue Bienen. 4 Stück. Sehr schön. Schweinchen? Achso. So, also die Bienen scheinen sehr schnell zu respawnen. Und eine echt gute Quelle zu sein für Essen. Ich meine, der Honig hat ja recht viel gebracht. Und wenn wir jeden Tag 4 Bienen bekommen, kriegen wir wahrscheinlich 1 bis 2 Honig pro Tag. Also ja, wir sollten anscheinend nochmal so eine Bienenbox bauen. Die Bienen können wir ja fangen. Wir brauchen dann nur ein neues Netz. Wofür wir hoffentlich noch genug Seide haben. Apropos Seide. Ich glaube, ich esse mal ein wenig Fleisch. Und greife dann nach einem Spinnenei an. In der Hoffnung, ein wenig mehr Seide zu bekommen. Zack. Oh, 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 oh. Also ja, wir sind einigermaßen sicher, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. So. Oh ja, Speer ist kaputt. So, du kommst mit. Und das Ganze für ein Spinnenseil ist doch albern. Wir könnten das jetzt wieder angreifen, aber mit der Goldaxt machen wir nicht so viel Schaden. Können wir einen Speer basteln? Waffen fehlt ein Seil für. Ein Seil können wir machen. Ja. Dann hätten wir jetzt gerne den Speer. Dünger kann mal hier bleiben. Das kann dafür mit. Speer in die Hand und wieder Rufter. Und so viel dazu, dass wir diesen Tag Holz hacken gehen. Kohle sammeln. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nee, okay, 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 okay. Also entweder sind die Viecher nachts stärker oder ich habe mich gerade dusselig angestellt. So oder so, ab nach Hause. Es wird hier eh dunkel. Schwupp, 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 schwupp. Keine neuen Bienen. Nee, sehr gut. Und das mal feuern wir gleich ein wenig Gras. Davon haben wir ja genug. So. 1, 2, 3, 4, 5. Gucken wir, wie lange das reicht. So, Hundezähne. Hatten wir irgendwo schon mal Hundezähne einsortiert? Ja, da. Hundezähne dahin. Das Bienenzeug war in der rechten Kiste. Spinnenseide war hier. 6 Stück haben wir noch. Das ist nicht sehr viel. Monsterfleisch könnte hier mit rein. Samen könnten gesetzt werden. Fleisch muss alles verkocht werden. Also wir haben jetzt schon 2 von den Fleischstatuen aufgestellt. Das heißt, wir können das gute Fleisch jetzt auch erstmal wieder einlagern. Für schlechte Zeiten und so. Das Fleisch können wir auch alles verkochen. So. Und der Edelstein. Es ist ein Ding. Ich denke mal, wir werden es gut verforschen können. Aber da die Wölfe das gedroppt haben, ist es relativ selten. Ich glaube, ich behalte das erstmal. Hier in unsere Rumpelkiste. So. Da kann noch irgendwas rein. Nö, nicht wirklich.
Aber wir können jetzt die Nacht nochmal nutzen, um ein wenig mehr Forschungspunkte zu generieren. Und wir sollten unbedingt gleich was Ordentliches essen. Oh, ich kann mal gucken, ob der Honig jetzt Lebenspunkte heilt oder viel Hunger. Also ein Honig. Wir sind bei 35 Lebenspunkten. 55 Lebenspunkte. Also ein Honig regeneriert 20 Lebenspunkte. Das ist richtig gut. So. Noch einer. Sehr schön. Also definitiv noch eine Bienenbox. Damit wir noch unsterblicher werden, als wir jetzt schon sind. Aber ja, als Vorbereitung für die Zeit, wo es denn richtig schwer wird. So, dich nehmen wir nochmal auseinander. Dich auch. Ich habe gerade jemanden lachen hören. Jetzt höre ich nichts mehr. Also so ein richtiger so, so ein trockener Gentleman-Lacher. Der kam bestimmt nicht von Wilson. Es gibt ja noch einen Menschen hier auf der Insel, das wissen wir. Der hat uns geweckt. Aber na gut. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und wenn wir uns wiedersehen, wird der Patch wahrscheinlich schon da gewesen sein. Mal gucken, was er uns so bringt. Also bis gleich.